Moin zusammen und willkommen zurück zu Super Metroid. Und die steht ja jetzt gleich vorhanden, das schaue ich eben, ja. Denn im letzten Part sind wir ja schon auf dem Weg gewesen zu Mother Brain, ja. Um unser Baby zu retten, wenn es da überhaupt ist. Und ich habe einfach mal ganz frech nachgeguckt, wie viele Missiles es denn in diesem Spiel gibt. Es sind 230. Und weil ich gesehen habe, so wie meine Vermutung auch schon war, gibt es im letzten Abschnitt von Super Metroid keine Items mehr. Und deswegen bin ich auf die Suche gegangen, um das letzte Missile-Pack zu finden. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo ich hier bin, ich bin in Norfair. Und zwar genau da unten links. Das ist, wenn man Krokomaya vorbeiläuft, so dieser eine Raum, wo man diesen schönen gigantischen, weiten Speedboost-Jump machen muss, um auf die andere Seite zu kommen, um dort halt den Grappling-Beam zu bekommen. Ja, dieser schöne, verruchte Grappling-Beam. Und ja, jetzt, wo ich den Space-Jump ja habe, konnte ich ja ganz gemütlich hier oben hochspringen und musste ja nicht genau. Aber hier, um es nochmal zu zeigen, hier ist ja diese Rampe gewesen. Und dann bin ich einfach mal hier oben in die Ecke gesprungen, weil da war ja noch was frei. Und hier ist das letzte Missile-Pack. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Yes! So. Somit haben wir alle Items. Ich bin überrascht, dass ich das gemeistert habe. Ist hier noch irgendwas? Nee, hier geht's einfach nur runter. Okay. Schön. Jetzt dürfen wir nur den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Yay. Aber ich würde sagen, das mache ich eben offscreen und dann schneide ich uns dahin zu dem Fahrstuhl, der uns in den letzten Abschnitt bringt, weil es ist ein weiter Weg bis dahin. Ja, es ist ein sehr, sehr weiter Weg. Also, bis gleich. So. Ich glaube, da wären wir hier wieder, ne? Bei unserer wunderschönen Statue, die wir mal wieder kaputt gemacht haben. Ich krieg auch alles kaputt. So, dann jetzt aber letzter Abschnitt. Und mal schauen. Vielleicht kriegen wir das Spiel sogar in diesem Part durch. Man weiß es nicht. Kommt drauf an, wie gut wir jetzt hier durchkommen. Aber erstmal wieder in den Safe Room. Weil diese Leistung muss abgespeichert werden. Ich hätte ganz ehrlich nicht gedacht, dass ich die 100% jetzt doch noch mache. Naja, so kann man mal sehen. Aber es ist echt erstaunlich. Ich konnte eigentlich mich an alle Spots erinnern, bis auf zwei Stück. Gut, bei einem wusste ich nicht mehr, wie ich da hinkomme. Den anderen wusste ich einfach nicht mehr. So, hier sind jetzt echte Metroids. Und die wollen wir kaputt machen. Ein bisschen mit der Super. Lass mich! Lass mich! Dann halte ich halt mit der Powerbomb kaputt! Hilfe! 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 Hilfe? Ja? Ist fertig? Gut. Gut. Wie gesagt, das sind jetzt echte Metroids. Und die sind uns nicht sehr freundlich gesinnt, wie man gemerkt hat. Sie sind nämlich gierig nach unserer Energie. They want some energy. Das ist der We Were Shader Moon. Okay, wir gehen jetzt hier mal durch. Und die werden uns hier noch ein paar Mal begegnen. So. Ja, so. Siehste. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Ich schieße schon mal ein bisschen in diese Richtung. Aua. So. Das ist der nächste. Ja. So. Natürlich kommt da noch einer. So. Einer? Nein? Gut. Gut, gut. Und dieses Geblubber geht mir immer dezent auf den Nerven. So, hier sind aber welche. Oh, der da unten versucht sich durch die Wand durchzuglitschen. Das kann er meinetwegen die ganzen Nachfolge versuchen. Yeah. Yeah. Ich kann ja auch so machen. Da ist er schon mal eingefroren. Dann hauen wir ihn einfach mit einer Super weg. So. Yeah. Geh weg. Geh weg, du Blöde. Ich will jetzt keine Donuts haben. Lass mich in Ruhe. Oh. Oh, oh. Jetzt wird's ernst. Kann ich die kaputt machen? Keine Ahnung. Kann ich den kaputt machen? Kann ich euch kaputt machen? Ja, kann ich. Mit Supers. Ahaha. So. Okay. Ich könnte auch einfach durch den Raum durchgehen und
die in Ruhe lassen, würde ich meine Supers nicht alle verschwenden. Gut. Ich glaube, so langsam wird's ernst, ne? Und... Okay, ich glaube, der war mal lebendig. Und oh nein, der zerfällt zu Staub. Was ist hier nur passiert? Ich glaube, der wollte mir den Weg versperren. Naja, hat sich jemand anders drum gekümmert. Und... Hier zerfällt alles zu Staub. Was ist hier passiert? Alle Gegner tot. Und hier geht's nicht weiter. Und oh nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Was war das? Oh nein! Oh mein Gott! Oh Gott, oh nein! Es ist... Ah! Es ist ein riesiger Metroid! Und oh... Ich glaube, das tat weh. Nein! Lass mich in Ruhe! Nein! Nein! Ah, nein! Verdammt! Aua! Au! Bitte lass mich! Aua! Nein! Ich hab doch nichts gemacht! Au, es tut so weh! Nein, nicht meine gesamte Energie! Nein, aua! Baby? Ist denn unser Baby? Gott, die Kinder werden so schnell erwachsen. Na gut, Gott sei Dank ist ihm noch früh genug eingefallen, dass, dass ich das bin. Das Baby. Baby hat aber ganz schön Hunger gehabt, muss man ja mal lassen. Da oben ist noch einer, da sind noch zwei. Und ich habe keine Energie mehr. Baby, was tust du mit mir? Ups, ich bin erstmal voll durch die Gegend geschmissen. Uiuiuiuiui. Da hat die Baby auch was angerichtet. Nee, nee, nee. Kinder machen auch nur Scheiße, ne? So, wir sollten hier reingehen. Und uns ganz dringend, bis jetzt habe ich alle gut, die Energie aufladen, weil sonst haben wir gleich ein dezentes Problem. Oh, das nervige Geräusch ist auch weg. Okay, das andere nervige Geräusch ist noch da. Dieses blub, 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 blub. My God, it's a baby. Wo ist es hin? Das hat sich schon wieder verabschiedet. Naja, wir müssen weitergehen. Und schauen mal, wo das Baby jetzt hin ist. Es hat uns auf jeden Fall den Weg gezeigt. So mehr oder weniger. Mein Gott, was ist das hier für ein Ort? Ganz viele Röhren und so. Und hier passiert überhaupt nichts. Da ist schon wieder so eine ominöse Tür hier. Frisst mal super. Uiu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